Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei der Maxi im Spieleparadies. Ist schon eine ganze Weile nicht mehr aktiv gewesen, aber ich habe mir jetzt ein Horror-Game ausgesucht. Und das heißt The Evil Within. Bin hier schon im Startbildschirm. Ich würde mal sagen, wir starten mal direkt ein neues Spiel. So. Einmal hatte ich schon angespielt, den Spielstand überschreiten und los geht's. Erstmal mit der Helligkeit anpassen. Ja. Okay, ich denke, das können wir zulassen. Zack. Ich spiele lieber als Einsteiger, da ich damit noch nicht so vertraut bin und die Maussteuerung ist, wie ich merke, etwas schlecht. Da werde ich mich bestimmt noch reinkritzen müssen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Okay, los geht's. Alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1 hat 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 184. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 121, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Okay, das war jetzt ein relativ kurzer Vorspann. Dann sehen wir mal, was wir spielen. Nee. Irgendwas aus dem Lauf. Nee. Zum Beispiel. Schauen wir mal. Alles leer. Keine mehr zu sehen. Es scheint mir auch eine Art Anstalt zu sein, wie ich das so rausgehört habe. Voran. Okay, dann wagen wir uns mal rein. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wow. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Oh, krass. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Okay. Ich denke mal, eigentlich könnten die beiden jede Hilfe brauchen, die sie finden. Ja, ganz gut finden wir die jetzt nicht. Hast du das gehört? Yep. Wow. Das ist
kannst du nicht machen. Hier lebt noch jemand. Wie ist er denn nicht? Hallo? Hier? Hier ist noch ein Grund. Wo ist er denn hin? Hier. Ah, hier. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Bleib mal bei ihm. Ich guck mir das hier alles an. Mal sehen, ob die Kameras was aufgezeichnet haben. Was zur Hölle? Wow. Was? Also mein Instinkt würde sagen, lass mal Sam und Dean von Supernatural rufen. Scheint ja überlebt zu haben. Einfach überzeugen. Ja, geil, ja, das Messer, das stimmt so. So. Und der Taste. Okay. Vielleicht kommen wir da an das Messer ran. Nochmal. Genau. Sehr gut. Au. Na, mal sehen. Oh, ich hab was. Ich denke, der Typ ist weg. Oder ist viel. Oder. Wow. Ich tue mal ein Licht dahin. Ich versuche einfach mal rauszukommen. Yo! Lässt du ja die schleichen. Na super. Kannst du die Tür aufmachen? Ah, wo geht's hier an? Ich will nicht da vorbei. Vielleicht kann ich ja hier hoch. Aber ob ich das will, weiß ich auch nicht. Jo, wo ist er hin? Ja, toll. Und jetzt? Kein Bock, dass er uns unterbricht. Kann man hier nirgends lang? Jetzt ist sie wieder weg. Oder? Oder? Ich hab
wieder. Was zur Hölle? Kann er mich jetzt nicht sehen? Oh nein! Oh Mann! Wow! Danke! Komm ein bisschen da raus. Jetzt bin ich an dem vorbei. Geilo, erste Mission, die Sonne. Wo muss ich hin, verdammt? Mein Instinkt sagt mir weg von dem. Mach hier die Tür auf. Komm schon. Irgendwie den Moment verpassen. Geh, 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 der kommt wieder. Ah, oh, statt der mal schneller läuft. Das kann sowas auch nicht sein, oder? Ach Mann! Ich kann doch jetzt nicht schon in der Anfangsszene nachschauen, wie ich hier rauskomme. Oder? Ja, schön, jetzt geht der wieder weg. Aber dort komme ich nirgends lang. Okay, bin zu blöd dafür. Ich schau mal kurz nach. Bis gleich, Leute. Okay, Leute, ich bin zurück und ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Erstmal weiter schleichen. Und zwar hin dort über den Tisch. Da, wo es schon so glitzert, das sind Schlüssel. Und sobald der Typ hier den Raum verlässt, schleichen wir rein. Oder laufen wir rein? Ja, egal. Und schnappen wir uns die Schlüssel. Und dann kommen wir hier hoffentlich raus. Gut, der braucht wieder eine Pause. Ein bisschen mal los. Komm, 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 komm. Die Adresse. Los, schnell, nimm! Okay. So, jetzt schnell raus. Lauf, 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 komm! Sehr gut. Und die Schlüssel passen jetzt hoffentlich zu der Tür hier. Sehr gut. Puh. So. Dann kommen wir hier. Oh, endlich Holz. Schieß sie noch am besten ein. Oder lass die Tür auf. Auch gut. So. Kontrollpunkt. Sehr gut. Also von hier geht's dann schon mal weiter. Jetzt sind wir über den. Geil. So, da wollen wir nicht wieder hin. Wow! Nein! 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 Scheiße! Lauf! Oh nein! Kann man hier nicht sprinten? Oh, verdammt! Lauf schneller! Lauf! Weiter! Wow. Oh fuck! Oh fuck! Nein! Ja klar! Lauf! 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 Komm schon! Komm schon! Nein! Luke! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh
Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das? Ne? Jo, genau. Ist das ekelhaft. Oh, eklig. Und dunkel. Oh Gott. Yep. Das ist definitiv. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay. Wir sehen kaum was. Aber lass mal hierher humpeln. Ein Glück haben wir noch die Schlüssel. Vielleicht. Ja gut, die Tür geht auch so wieder in Kontrolle. Also entweder es kommt dann wieder was, oder wir sollten uns einfach nur ein bisschen Sicherheit geben. Also der Typ, der ist ja jetzt bestimmt weit über uns. Jo. Okay, ich hab schon wieder keine Lust mehr. Hier wird man vielleicht wenigstens sauber. Hier ist die Leiter. Oh Mann. Also das erinnert mich schon sehr an Outlast, muss ich sagen. Auch so ein Spiel, was man nicht allein im Dunkeln spielen sollte. Wo geht's jetzt hier lang? Geht's jetzt hier lang? Sonst Kumpel. Sorry, Kumpel. Gehen wir mal weiter. Ah, hier sitzt noch einer. Wo geht's hier raus? Ich glaube, das kann. Ich glaube, das kann der uns nicht verraten. Alte Notiz aus der Kanalisation. Neben dem besessenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Tank führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Ja. Okay. Auf zum Aufzug. Darüber gucken. Ich weiß halt nicht, ob der Typ hinter uns her ist. Der hat ja bestimmt gesehen, dass wir abgetaucht sind. Oder nicht? Okay. Da geht's nicht lang. Mal hier. Hier wird es auch wieder ein bisschen heller. Hier ist die Leiter. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Was drin? Nein. Okay, dann mal hoch. Ach, sollen wir jetzt echt durch das ganze Spiel gehen? Das wäre ja krass. Okay. Lange Leiter. Mal sehen, was uns da oben erwartet. Räumlich der Aufzug. Und dann raus hier. Aber ich habe das Gefühl, das wird eher nicht so sein, dass wir hier schnell rauskommen. Okay. Leertaste benutzen. Vielleicht gucke ich das mal da rein. Oh, noch eine Anke. Jetzt sieht's aus Heizraum. Systemtest beginnt. Erfolg. Gehirn. Synchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Daten. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Genograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM System. Hm? Mitarbeiter klagen über Übelkeit. Oh Mann. Okay, was haben wir hier wieder für Experimente gemacht? Sowas geht nie gut. Das sollte man doch aus vorangegangenen Spielen wissen. Siehe Outlast. Man macht keine Experimente. Was ist hier so schön? Okay. Dann machen wir das. Oh ja, schön ist dunkel. Okay. Kontrollpunkt. Warum habe ich das Gefühl? Kommt gleich was. Okay.
Schauen wir mal weiter. Hier ist wenigstens jetzt hell. Das ist doch schon mal was. Oh. Dass sie die Tür mal zuknallen lassen. Hier liegt eine Flasche. Das ist ein Bett. Jo. Toll. Bringt mir jetzt nicht allzu viel. Aktenraum. Okay. Oh, ey, das Spiel ist echt jetzt schon krass. Nein! Nicht randalieren hier. Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen Mut. Was zur Hölle ist da passiert? Oh Gott. Der Typ macht mich alle. Und jetzt? Warten, bis der weg ist, oder was? Ich höre den noch, der kommt wieder. Was soll ich jetzt machen? Dann würde ich mal sagen, ist eine richtig gute Stelle, um hier einen Cut zu machen und die erste Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei der nächsten Folge The Evil Within. Schaltet ein, bis zum nächsten Mal und tschüss!